Bonjour, es wird laut, es wird bunt auf der Promenade des Anglais hier in Nizza. Es ist nicht der Straßenkarneval, der im Frühjahr gefeiert wird. Ich habe es im Januar gesehen, da sind riesige Tribünen aufgebaut. Heute ist es die Parade der Nationen. 91 Nationen sind am Start bei dieser ersten Ironman-Weltmeisterschaft außerhalb der USA. Wir waren oft genug auf Hawaii, wir waren in Utah. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie die Stimmung ist hier unter den Athleten, die hier am Sonntag über die 3,8 Kilometer schwimmen, hier unten an der Côte d'Azur, dann die 180 anstrengenden Kilometer durch die Seealpen und den Marathonlauf auf der Promenade des Anglais hier an den Start gehen. Ja, es beginnt wieder ein bisschen Samba. Oh, it's fantastic. It's great to be with the athletes. It's great to start really getting excited about Sunday's race. I think all of our athletes and their friends and family are just really happy to be here. And we're looking forward to a great day of racing on Sunday. It will be hot. It will be hot. It will be like Kona. I don't know if it'll be as hot as Kona, but it'll be like Ironman France. It'll be, the breeze will make it cool. It's going to be, I think we're going to have great racing. Enjoy the parade. Thank you. So, Mark Allen muss natürlich Selfies machen. Und dann geht's los mit Argentinien. Argentinier, you went a long way to come here. Sorry? It's a long way to come here. From Argentina, a long way, yes, yes. Hey, it's great to be here. And I have a lot of expectation for Sunday race. A beautiful place to run Ironman. Good luck. Thank you very much. So, and we have our friends from Australia. How are you? Amazing. First time in France? First time in France, first time at a World Championship. It's great. What do you expect for Sunday's race? Hot, hot. It's good to be out here today to at least see how hot it is going to be running. Good luck. Thank you. So, normalerweise sehen wir immer ein aufgeblasenes Känguru. Heute nicht. Aber wo Australia ist, kann natürlich Austria nicht weit sein. Schauen wir mal. Hier sind unsere Freunde aus Österreich. Wer ist denn der Fahnenträger? Hallihallo. Alex Peleska. Wir haben uns heute schon mal gesprochen nach dem Race-Briefing. Genau. Wie kommt die Fahne zu dir? Hast du sie geschnappt? Er hat es mir einfach weitergegeben, weil ich ihn gefragt habe, geht es eh noch oder soll ich es nehmen? Aber er hat gemeint, es ist eh nicht schwer, aber es ist wirklich nicht schwer. Ja. Ihr habt jetzt nicht so eine weite Anreise gehabt, wie es nach Hawaii gewesen wäre. Wie fühlt sich das an, jetzt hier zu sein? Na, wir sind ganz schnell mit dem Flieger in 1,5 Stunden da gewesen. Es war ganz gemütlich, ja? Ja. Was erwartest du für den Sonntag? Naja, ich habe ja persönlich vor 2 Wochen Corona gehabt. Oh wei. Ja, also es war mit Fieber und also da war ich gar nicht sicher, ob ich überhaupt kommen kann. Und jetzt bin ich nur froh, wenn ich fit an die Startlinie komme und es halbwegs genießen kann. Und auch wäre schön, wenn ich gut ins Ziel komme. Ja. Viel Erfolg, pass auf dich auf. Danke. Dankeschön. So, hier haben wir noch die Sports Monkeys aus Österreich. Hallihallo. Hallo. Wer bist du? Der Robert. Ich komme aus Wien. Eben von den Sports Monkeys Verein und das ist meine erste WM-Teilnahme und wir freuen uns schon. Und Nizza ist alleine die Atmosphäre, diese Umgebung ist einmalig. Wo hast du dich qualifiziert? In Klagenfurt. In Klagenfurt, also zu Hause. War das mal das Ziel, Ironman WM? Ja, auf jeden Fall. Und ich bin froh, dass es geklappt hat dieses Jahr, weil es ist oft nicht so einfach. Viel Erfolg für den Sonntag. Dankeschön. Danke.
you're in the mood for doing Ironman. In the mood? Yes. Oh, totally in the mood, man. My legs are really, really ready. And I feel a lot of pain on Monday, but yeah, I'm very happy. Yeah, but wearing the flag for the whole day today, you will swim in a turn. Oh, yeah, it will be great. Good fun. Good to be here. Nice is very nice as well. Yeah. Good luck. Lovely place. Thank you very much. So, wir sehen das Team China. Hey! Yong, ni hao! Ni hao! China, we are two, come. Okay. So, one athlete, ein Athleten, ein Medien. Wir sind von Medien. Okay, okay. Ja. Sonst, das ist eine 1-zu-1-Betreuung. Wir betreten ganz China, also wir gehen. Ganz China, 1,3 Milliarden Bevölkerung. So. Ein paar Athleten sind 10 Athleten, angeblich die anderen 9 sind alle Profi, wie Jan Fodeno, Patrick, die kommen nicht hier, aber ich bin Edge Group. Ich komme hier. Dann versuchen wir, in Nizza ist eine neue WM. Ich denke, letztes Jahr war in Kona, war geil. Hab's dich auch gesehen. Hier ist ein paar weniger, Deutschland steht ja hinter uns. Sieht groß aus, aber wir versuchen alles. Aber du sammelst ja jetzt so die WM-Orte, ja? Du warst in Kona am Start, du warst in Utah am Start, jetzt hier in Nizza. What's next? China? Nein. Ja, ich will sagen, ich denke, Kona ist schon die Orte, wo der Triathleten hingehen möchte. Hier ist schon ein bisschen weniger, aber trotzdem, wir versuchen alles hier zu geben, egal welche Nation. Ich bin alleine einer von China, aber ich versuche meine Leistung abzurufen. Versuchen wir diese Nizza WM zu rocken und feuer alle Athleten, egal auf China, Deutschland, Belgien, Amerika. Ich denke, wir werden das Party genießen. Versuchen wir gute Party zu haben. Ja, viel Spaß dabei. Alles klar, danke schön. Wir sehen uns. Ja, guck mal, hier gibt es sogar chinesische Fans, die dann klatschen. Aber dann ist es nicht mehr so weit und wir sehen schon die deutsche Mannschaft da hinten. So, da jetzt zwei Deutsche fahren, jetzt bringt ihr uns aber durcheinander hier. Ja. Du bist das Original, ja. Wer bist du, woher kommst du? Ich bin der Arndt aus Erding und freue mich doch hier vorne gehen zu können. Wie kam es dazu, dass du die Fahne jetzt hast? Och, ich habe einfach mal definiert, wer die meisten Ironman von uns hat hier, dann darf die tragen. Das heißt, du bist schon ein bisschen erfahrener? Ja, ich habe jetzt, mach mal 30. jetzt. Deinen 30. Ja, krass. Wie viele Weltmeisterschaften waren dabei bisher? Das ist die zweite. Das ist die zweite. Das heißt, einmal in Kona am Start? Einmal, Kona, einmal hier, gute Verteilung, 50-50, passt. Wo hast du dich dann jetzt qualifiziert? Frankfurt. In Frankfurt. Frankfurt, so dein Heimrennen? Mein Heimrennen, genau, habe ich 21 Mal gemacht. Und mehr gab es ja auch nicht. Nö, eben, reicht ja. Wir waren dabei bei der Slotvergabe, das genau. War so ein bisschen überraschend ja für dich. Du warst schon vorher auf der Bühne, wurdest da geehrt als der am meisten in Frankfurt gestartet ist. Ja. Und ja, auf einmal wurde dein Name nochmal aufgerufen. Genau, habe mich super gefreut und habe auch spontan zugesagt und hier bin ich. Kann losgehen am Sonntag. Ja. Du hast jetzt aber keine Zeit unter 10 Stunden geschafft in Frankfurt. Wie viel Sorge hast du vor dem Sonntag? Wenn ich es richtig im Kopf habe, sind das 17 Stunden. Ich habe gar keine Sorgen. Hauptsache, das Bier wird nicht warm hinten. Alles klar, viel Erfolg. Danke, ciao. Ja. Nicht Fotos machen, sondern erzählen hier. Wer bist du? Ich bin der Tobi Schani, hallo. Und du bist hier in Nizza am Start, weil du dich wo qualifiziert hast? Ich habe mich in Hamburg qualifiziert. Ein schönes Rennen. Ja, absolut. Ja. Schöne Stadt Hamburg. Ja, hat auch Spaß. Etwas blöde Geschichte dieses Jahr, ne? Sehr traurig. Aber wie war es für dich in Hamburg? Es war das erste Mal für mich in Hamburg und es war für mich einfach wunderschön. Ich habe es völlig genossen. Klar, bis auf den Unfall, klar, aber es war sensationell, war auch meine beste Zeit, die ich bisher gehabt habe auf der Langdistanz. Wie war die? 9 Stunden 18. Ja, damit kann man sich qualifizieren. Ja, das hat gereicht. Das heißt, du musstest gar nicht in diesen ewig langen Rolldown-Prozess, das war für dich klar. Ja. Ich bin Spitzensportler, ich bin Leistungssportler in meiner Altersklasse und ich will zu dieser WM. Ja, ich habe mich mit Power and Pace so vorbereitet, mit dem Trainingsplan von Björn. Das ist immer gut. Mit von Björn und das hat super geklappt und ihr wollt unbedingt mit Hamburg qualifizieren. Hab gedacht, der 39 müsste reichen. Ja, und es hat dann auch gereicht für mich. Ja. Ja, also wisst ihr, was ihr tun müsst da draußen, ne? Also wenn ihr mal zu einer WM wollt, im nächsten Jahr geht es ja auch für die Männer wieder nach Hawaii. Oh, das wird für mich nicht wahrscheinlich. Das wird zu hart werden nächstes Jahr. Da sind die Slots so eng, da musst du, glaube ich, die Altersklasse gewinnen oder Zweiter werden in der Altersklasse. Sonst packe ich das nicht. Aber ich bin Jahrgang 74, so wie du. Ja, sehr guter Jahrgang. Ich bin der völligen Hoffnung, dass es vielleicht in 3-4 Jahren doch noch nach Hawaii mal klappt. Vielleicht mit dir zusammen, mit deinem Sohn. Hast du ja mal gesagt, du möchtest mit deinem Sohn nach Hawaii. Ja, wir haben Plan. Ja, wir haben Plan. Definitiv, ja. Gut, viel Erfolg. Ja, danke, Frank. Merci, danke.
So, schauen wir mal, wie wir noch haben. Da jubelt schon einer, da jubelt einer, weil er ins Fernsehen will. Hallo, wer bist du? Simon Kipp aus Frankfurt. Ich habe eigentlich gejubelt, weil da meine Eltern stehen. Hey! Ein kleines Foto mit dem Mikro noch. Unser Sohn im Fernsehen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Die ganze Familie mit am Start hier. Ja, meine Eltern, meine kleinste Schwester und meine Freundin, die kommt am Wochenende noch. Großartig, das wäre nachher weit teurer geworden. Das wäre auf jeden Fall teuer geworden. Aber ich glaube, da hätte ich sowieso nicht ganz hingeschafft von der Zeit. Welche Zeit war es? 11:44. Ich habe aber auch auf dem Marathon böse gelitten. Ich hatte so Krämpfe in den Waden, da ging gar nichts mehr. Wie viel rechnest du drauf, wenn du jetzt hier schon mal gesehen hast, wie die Strecke hier ist? Ich glaube, wenn die Waden halten, schaffe ich es sogar schneller als in Frankfurt, weil das hat mich richtig Zeit gekostet. Ja, das ist die Stimmung, ja, bei der WM, da wo es drauf ankommt, schneller zu sein als bei der Quali. Solche Leute brauchen wir. Also ich habe mir, in Frankfurt war ich 30. Ich habe mir vorgenommen, die 30 halte ich oder besser. Sehr gut, viel Erfolg dabei. Danke sehr. Da. Gut, der Till, jetzt muss ich das Mikro ein bisschen höher halten. Hallo Till. Hallo Frank. Es gab bei Jan Frodeno viele Diskussionen, der ist zu groß für diesen Kurs. Warum bist du hier? Ja, ich bin auf jeden Fall hier, um das Rennen zu genießen, Frankreich zu genießen. Ich bin auch mega jung und auf jeden Fall, um Erfahrungen zu sammeln. Auf dieser Strecke kann man, glaube ich, eine ganze Menge Erfahrungen sammeln. Wovor hast du so am meisten Respekt? Ja, auf jeden Fall vor der Radstrecke. Also die ist ja sehr, sehr hügelig. Und von daher will ich auf jeden Fall gucken, dass ich da sehr, sehr gut durchkomme, um dann am Ende auf der Laufstrecke noch zu zeigen, was man kann. Ja. Du sagst, du bist sehr jung. Wie alt bist du denn? Ich bin 20 Jahre. Dann bist du ja wahrscheinlich hier unter den Deutschen einer der Jüngsten. Genau, das glaube ich auch, ja. Wie viele Langdistanzen hast du gemacht? Bis jetzt eine und da habe ich mich qualifiziert. Also ich bin in Frankfurt. Das ist eine Quote. Ja, auf jeden Fall. Besser geht's nicht. Ich bin in Frankfurt bei den Ironman Europameisterschaften gestartet und da habe ich mich dann qualifiziert. Ja, dann viel Erfolg hier bei der Weltmeisterschaft. Vielen, vielen Dank. Kann man mal machen. EM und WM als erste beide Triathlons. Ja, warum denn nicht, ne? So, guck mal, da haben wir noch jemanden, mit Deutschland fahren, mit ganz vielen Unterschriften. Wer hat alles unterschrieben? Freunde und Familie habe ich sammeln lassen. Ist die zweite Langdistanz. Nummer 1 war Hamburg dieses Jahr. Und da dachte ich mir, für die schöne Gelegenheit sammle ich doch und nehme alle mal mit über die Ziellinie. Wenn ich schaffe, ich hoffe es. Ja, erzähl mal ein bisschen von dir. Wer bist du? Wo trainierst du? Wo kommst du her? Ich bin Daniel Hase. Ich bin bei Trias Hildesheim. Seit 6 Jahren als Triathlet aktiv. Normalerweise Landesliga und kürzere Distanzen. Ja, letztes Jahr habe ich meinen Hut mal in den Ring geworfen in Hamburg für den ersten Versuch. Habe es mit knapp unter 10 Stunden auch absolut zu meiner Zufriedenheit geschafft. Hätte ich nie geglaubt beim ersten Mal. Ja, und dann purzelte ungefähr 5 Wochen später so eine E-Mail in mein Postfach und der Urlaub musste umgeplant werden. Aber für die Gelegenheit habe ich das gern gemacht. Ja, ich kenne die Hildesheimer Börde, die ist flach. Da trainiert man hier so die ersten Kilometer auf der Promenade Senglet. Wo hast du die Berge trainiert? Im Harz? Genau, Harz und Weserbergland bieten sich bei uns vor der Haustür an. Da kann man auch mal ein paar Höhenmeter sammeln und der südliche Landkreis in Hildesheim, da geht es auch relativ steil bergauf und bergab. Das passt schon zum Trainieren, aber nichts Vergleichbares. Nee, nichts Vergleichbares. Man sagt ja hier, die Profis, die werden so ungefähr 50 Minuten am längsten Anstieg brauchen. Wie lange rechnest du da? Wenn ich es in einer Stunde 20 schaffe, habe ich einen guten Tag erwischt. Der Marathon bei Hitze, das sind nicht so meine Bedingungen, da muss ich mir ein bisschen was im Tank lassen. Ja, es gibt so ein paar Meter Schatten immer auf jeder Geraden, da steht dann so ein kleines Dach, aber da ist man schnell wieder durch. Ich werde sie ausnutzen und freue mich auf den Schatten. Viel Erfolg. Danke und danke für die Podcast-Begleitung bei den langen Radausfahrten. Ich höre euch immer wieder gerne. Immer wieder gerne. Ciao. Sind wir denn überhaupt noch in Deutschland hier? Nee, das ist schon hier Italy. Ich glaube, es geht jetzt gerade ein bisschen durcheinander hier. Wir sehen zumindest das Team mit den schönsten Shirts. Hello. So this is the best dressed team I've seen so far. Definitely. Thank you. Where are you from? Hungary. And you came here by car, by plane, or mixed. And your qualification must be mixed also, because there's no qualification race in Hungary. In Hungary, no, but all over the Europe and the world, we can qualify everywhere, so not a problem. maybe it would be better if Ironman come back to Budapest. Yes. Why not? Yeah. Who designed those shirts? All of us. All of us. It was a mixed. But there's a Hungarian brand called 575, yeah. And this company and makes. They make pretty good Hungarian. Yeah. Yeah. Practically everybody in Hungary races, and a lot of them uses this. And brand. Also so the quality is really good. Yeah. So good luck for the race. Okay. Thank you very much. Bye.
Bye-bye. Bye-bye. Hello. A team from Indonesia. Yeah. How many athletes do you have? Three. The three of you. As many as one third. We have to move forward a little. All right, yeah. Okay. So how long was your travel to here? 16 to 17 hours. Yeah. 16 to 17 hours. Wow, that's a long trip, but it will be a long race also. Where did you qualify for this one? I qualified in Langkawi. I'm in Langkawi, Malaysia. Yeah. Three of us, Langkawi. Three of us. So you're used to the heat? Pretty much. Pretty much, yeah. But not to the hills? It's quite steep though. It's quite quite a climb. But it's good race, good people, so we love it. We love it to be here. Yeah. When did you arrive? Yesterday. Okay. Yeah. What do you like most in France? The people and the mountain, all the views, the beach, everything. Mostly is everything. Yeah. So enjoy your race. Thank you very much. Yeah. Bye bye. And here are our friends from Japan. Hello, how are you? I'm good, thanks. How are you? Where did you qualify for Nice? From Cairns. Okay. Yeah. And you? Malaysia. Okay. And how do you like France so far? Very nice. It's beautiful countries. I like to here too. I'm very privileged to race in France. Your first time here? Yes. What do you expect for Sunday? Just a beautiful race. Yeah, I will try to save my energy to enjoy the atmosphere and the scenery. Yeah. So good luck. Thank you. Man hört uns in Israel. In Tel Aviv, genau. In Tel Aviv. Du kommst aus Tel Aviv? Ich komme aus Tel Aviv, ja. Wo hast ich höre du? Euch jedes Mal, jede Sendung. Das ist schön, das hören wir gerne. Ja, gerne. Was willst du mich fragen? Genau, wo hast du dich qualifiziert? Letztes Jahr in Israel, in Tiberien. Okay. Ich und Patrick Lang. Wie ist so die Triathlon-Szene in Israel? Ich habe gehört, die meisten Rennen starten inzwischen um 5 Uhr morgens, weil es so heiß ist. Nicht um 5, aber um 6, halb 6. So. Ja. Sehr stark, aber sehr viel. Also im Prinzip Ironman, sehr, sehr viele Leute. Ich sage dir, wenn du mal nach Israel kommst, am Samstag, sowas siehst du nicht. Sowas kann man auch in Deutschland nicht sehen. Hunderte Triathleten fahren Fahrräder, schwimmen, also wirklich Hunderte, die auf die Promenade in Tel Aviv. Wenn man das nicht gesehen hat, das kann man nicht glauben. Wirklich, tausende von Leuten. Das ist großartig. Und ihr bringt immer eine große Truppe auch nach Rot jedes Jahr. Ja. Warst du auch schon am Start in Rot? Nee, ich war in Frankfurt war ich dreimal, also ich habe schon 15 Mal gemacht. Okay, wow. Ja, 15 Ironman habe ich gemacht. Also in Rot war ich noch nicht, ich war in Österreich da, in Klagenfurt. Ich habe dreimal in Frankfurt, also der Israelman habe ich gemacht, in Wales, also überall so. Und jetzt Nizza, was erwartest du? Gut nach Hause kommen. Das ist immer das Wichtigste, komm heile über die Strecke. Alles Gute. Bitte, danke. Hello, this is a team from Malaysia. Malaysia, yeah. Hello. Ich glaube, dem habe ich gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Good luck. Oh, jetzt kommt die Konkurrenz aus Mexiko. Mexiko! Good luck. And we have the team of New Zealand here. You are host of the next 70.3 World Championship. Yes. You're proud? Yeah, very. It'll be great. Great day that will be. Yeah. But now Nice is first. What do you expect for Sunday? A very hard and very hot race. You do the haka before the start, like the rugby players? Probably not, no. Expend too much energy. Okay. But it takes energy from the other teams as well. That's true. That is true. Think of the Australians or the British. Yeah, that's true. Good luck. Thank you. We said the Hungarian had the best shirts, but you are better than those.
Yeah, of course, because real men wear pink. Real men wear pink. Where are you from? Philippines, Philippines. And you're a big team here. Yeah, we are, we are. We're a big team, so... Where did you qualify for this one? In Subic, in Philippines, also. Ironman Subic in Philippines. Tell me about that race. Is it nice? Very sunny? Nice. Not sunny. It was a very... There's a storm. Yeah. Oh. That time, yeah. Very difficult, especially on the swim and the bike, but we pull it through. Yeah, anyway. But you don't have those hills that you have here. Yes, I guess so. But we'll see how it goes. Yeah. Good luck for that. Thank you. So, da haben wir das Team aus der Schweiz, hier schon mit Laufstreckenunterstützung. Ja, also ich bin aus Lausanne. Aus Lausanne. Donc on peut parler français. Okay, okay. Du bist aus Deutschland. Ja, natürlich. Ah, okay. Jetzt merke ich. Okay, aus Lausanne. Wo hast du dich qualifiziert? In Thun? In Thun, jawohl, ja. Thun ist ein Rennen, wo viele sagen, schöner geht's eigentlich nicht. Ja, die Strecke ist schön, aber das Wetter war schön, sehr schön, vielleicht zu schön, weil das war so warm. Also die perfekte Vorbereitung für das Rennen am Sonntag hier? Ja, das ist die Meteokonditionen sind ungefähr dieselben, ja. Ja. Aber wo ist euer Team? Ihr seid hier nur zu zweit? Zu viert. Okay. nur die Besten sind da. Okay. Also viel Erfolg euch. Ja, vielen Dank. Tschüss, euch auch, genießt es. Hello, here are some athletes of the Ukraine. You get the most applause here. Oh, yeah. Thanks. How are you feeling? How does it feel to race in an international race like here in these times? Really great. And feel some support and feel something interesting. Yeah, yeah, yeah. What do you expect for Sunday? Oh, nobody don't know. No, Sunday is coming, but... I don't know, really. You expect wind, yeah. Yeah, of course. Yeah. And how was your preparation for this race? Have you trained in the Ukraine or have you been in another country? Right now we came with Ukraine, with family. And we want to fight, of course. So good luck for that. Thanks. Thanks so much. So. USA! 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 Yeah! This is my first time coming out of America. Oh, really? Yes, sir. And I'm here for the World Championship race. And I'm excited to be racing out here in Nice. It's my wife and I came out here and we've been having a blast. We went snorkeling today. You guys have beautiful water out here. And it's just been a good time. What state do you come from? Texas. From Texas. Yes, it's not hard to guess. No, sir. And you're going to notice it because I'm going to be having the hat during the race. Yeah. So what's your expectation for Sunday? Man, I'm out here to have a good time and enjoy your beautiful country. I'm legitimately going to go slow to take everything in because you have a beautiful country out here. So Texas is almost flat. Did you go to other states for training? I came here from Colorado. I was riding up and down Pikes Peak a lot. Yeah, yeah. Yep. So this is the aid station for Sunday also? Oh, absolutely. So good luck. Thank you very much. Und wir hören da hinten schon die französische Hymne, hier am Ende der Nationenparade. Das Gastgeberland natürlich traditionell ganz am Ende, auf Hawaii sind es ja immer die... USA! Oi, jetzt wird sie wieder USA! How does it feel to have the World Championship in your home country? It's absolutely amazing. I mean, I'm so proud to be able to represent France, represent, you know, Nice as well. I'm from Nice, with Nice Triathlon. I mean, we're here all together. We've got such an amazing team and such an amazing country behind us, and it's just, it's brilliant. A lot of people know the race in Nice and now the Ironman. What is the triathlon community like here in Nice? It's brilliant. It's so much towards sport and triathlon.
I came down and olé! And with the hills, the sea, you know, the scenery is so easy to just go out in the mountains, cycle, come and run on the prom and swim in the sea. It's beautiful. Yeah. You have a lot of races here at the Côte d'Azur. We do, yeah. We have the Ironman Nice, very, very popular for the Ironman France. And now the World Championships, it's brilliant. We have so many different like trails and runs. We have the marathon. We have loads of events going on in Cannes, in Monaco with the Formula One, the festivals. It's brilliant. It brings people here and it's lovely. Thank you. Okay, good luck. Okay, thank you. Ja, das war sie, die Parade der Nation hier zur Ironman-Weltmeisterschaft. Ich glaube, es wird am Sonntag noch ein bisschen heißer, noch ein bisschen bunter. Dafür war es heute etwas ruhiger, als wir schon gewohnt sind von anderen Nationenparaden. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wir sind gespannt, wie es weitergeht hier in Nizza an der Côte d'Azur. Viel Spaß weiterhin dabei.